Faeser täuscht massiv über die wahren Asylzahlen. Es wird ja nun seit langem publik, dass uns die Innenministerin über die wahren Zahlen der Migration massiv täuscht. Nachdem man bisher dauernd die AfD dafür als Buhmann in die Ecke gestellt hat, wachen nun auch die CDU und die FDP auf. Kein Wunder, denn die Kommunen sind am Limit. Nein, falsch. Sie sind schon längst drüber und die Bevölkerung revoltiert. Die Zahlen, die Frau Faeser uns präsentiert, sind nur die Hälfte der Flüchtlingszahlen der Bundespolizei. Schon Ende letzten Jahres war das ein Streitpunkt. Heiko Tegertz, der Gewerkschafter der Bundespolizei, sagte bereits der Bild-Zeitung, dass die viel höheren Zahlen der Bundespolizei auch nur das belegen, was, Zitat, mir meine Kollegen bereits seit Monaten mitteilen. Von welchen Größenordnungen reden wir hier eigentlich? Soweit ich bei NTV gelesen habe, waren es im ersten Quartal 2023 genau 81.647 Flüchtlinge aus der Ukraine. Das ist die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des stellvertretenden Vorsitzenden der Unionsfraktion, Matthias Mittelberg. Und Nancy Faeser behauptet ja nun, dass 8 von 10 Flüchtlingen aus der Ukraine kommen. Dann wären ja, ich sage jetzt mal, nur so 15.000 Flüchtlinge aus anderen Ländern hier eingetroffen. Aber ist das tatsächlich so? Eben nicht. Und genau hier liegt der Hund begraben. Der Anteil der ukrainischen Flüchtlinge ist stark zurückgegangen. Das Verhältnis 8 zu 10 stimmt also nicht mehr. Der Anteil der Flüchtlinge aus Asien und Afrika ist dagegen rasant angestiegen. Das ist ja interessant. Kann man da genauere Zahlen bekommen? Ja, das ist gar nicht so einfach. Die kommenden Ukrainer werden registriert, müssen aber keinen Asylantrag stellen. Laut dem Statistischen Bundesamt zeigt das Saldo der gekommenen abzüglich der wieder zurückgekehrten Ukrainer für 2020 eine Nettozuwanderung von 962.000 Ukrainern. Wow, das ist ja fast 1 Million. Und wenn Frau Faeser sagt, das sind 8 von 10 Ankömmlingen, dann sind rein rechnerisch fast 250.000 Migranten aus Asien und Afrika noch dazugekommen. Das ist eine ganze Stadt, nur in 2022. Und die fast 1 Million Ukrainer sind eine Großstadt. Die Rechnung geht ganz einfach. Wenn 962.000 gleich 80% sind, dann ist 1% 962.000 geteilt durch 80 12.025. Dann sind die 20% der anderen Zuwanderer, also 12.025 mal 20, gleich 240.500. Ja genau, und das wird ein immer brennenderes Problem. Die Kommunen wehren sich schon gegen die Unterbringung. Es gibt für das Quartal 23 genaue Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Insgesamt und alles in allem wurden über 80.000 Asylanträge gestellt, darunter über 5.000 Kinder unter einem Jahr. Das sind aber, wie gesagt, keine Ukrainer. Diese fast 81.000 Anträge sind also von Afrikanern und Asiaten. Und das sind nur diejenigen, die überhaupt einen Antrag stellen. Die Dunkelziffer der illegalen Migration ist da selbstverständlich nicht mit drin. Richtig. Und das sind nicht wenige. Frau Faeser hat Anfang April angeordnet, so ganz ohne Aufsehen darum zu machen, dass die stationäre Kontrolle an den Grenzen zu Österreich vorläufig weiter bleiben. Wegen, ich zitiere ihre Begründung, wegen des irregulären Migrationsgeschehens nach Mittel- und Westeuropa. Also im Klartext. Da kommen jede Menge illegale Zuwanderer. Die AfD und die Union bestehen ja seit langem darauf, endlich einen Migrationsgipfel abzuhalten. Jetzt, wo die Kommunen schon regelrecht revoltieren und die Umfragen immer mehr Zuwachs für die AfD zeigen, lädt Frau Faeser zum Migrationsgipfel ein. Jetzt propagiert sie eine gemeinsame Kraftanstrengung, um die Kommunen zu entlasten. Aber einen Termin gibt es noch nicht. Und einen Vorschlag, wie sie das machen will, leider auch nicht. Und derweil schreien die Kommunen laut um Hilfe. Dauerbesetzte Turnhallen, überfüllte Containersiedlungen auf Gemeindewiesen, ja, und vor allem die steigende Kriminalität. Die Leute haben genug und die Bürgermeister fürchten um ihre Wiederwahl. Die Bürger protestieren auf der Straße, aber das wird natürlich nicht berichtet. Viele Kommunen weigern sich, noch mehr neue Unterkünfte bereitzustellen oder bestehende Unterkünfte über die Vertragslaufzeit weiter zu betreiben. Zum Beispiel Illerkirchberg, Ellwangen und Pforzheim. Denn die Bürger spielen nicht mehr mit. Ministerpräsident Kretschmann droht jetzt, dass solche Erstaufnahmeeinrichtungen auch gegen den Willen der Städte und Gemeinden durchgesetzt werden. Dazu will er das Baurecht des Bundes in Anspruch nehmen.
Und genau das könnte die Stimmung endgültig zum Kippen bringen. Aber es zeigt vor allem eines, die Zahlen der Innenministerin Faeser sind bewusst irreführend. Sie lässt eben selektiv nur die Einwanderer in der Statistik zählen, die in der Grenznähe von der Bundespolizei aufgegriffen werden. Und behauptet, die Zahlen der Bundespolizei seien falsch, weil viele Fälle doppelt erfasst würden. Dann müsste sie aber erklären können, warum die Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, die der Bundespolizei stützen, und ihre komplett daneben liegen. Und genau das kann sie eben nicht.